Leuchtet auch in verschiedenen Farben und in Sparkassenrot wahrscheinlich. Sparkassenrot und Feuerwehrblau. Ja. Rot geht auch. Genau, rot geht auch. Ja, guten Morgen hier zum Pressetermin bei der Freiwilligen Feuerwehr Bad Wildungen. Heute ist die offizielle Übergabe einer LED-Standleuchte durch die Sparkasse an die Feuerwehr. An der Stelle begrüße ich ganz recht herzlich Herrn Redhang von der örtlichen Sparkassenversicherung, die sich auch dieses Jahr mal wieder sehr großzügig gezeigt haben, indem sie ein technisches Ausstattungsgerät für die Feuerwehr zur Verfügung stellen. Die Feuerwehr ist da ja ein treuer Partner die letzten Jahre und stattet die Feuerwehr immer mal wieder mit unterschiedlichsten Gerätschaften aus. Das ist ein wichtiges Einsatzgerät und da freuen wir uns sehr darüber, dass die Sparkasse das wieder möglich gemacht hat. Vielen Dank, Herr Redhang. Sehr, sehr, sehr gerne, Herr Bürgermeister Gutheil. Im Rahmen unserer Kristallverträge, mit denen wir die Kommunen exklusiv versichern, erwirtschaften wir natürlich auch ein gewisses Maß an Überschüssen, die wir dann auch zum Teil wieder gerne zurückgeben, eben über diese Kristallvereinbarungen, mit denen wir aktuell diese LED-Strahler für die örtlichen Feuerwehren fördern. Und deswegen ist es mir auch eine große Freude, dass auch Bad Wildungen, die Stadt Bad Wildungen mit ihrer Feuerwehr partizipiert daran und jetzt diese Leuchte dann auch im Einsatz nutzen kann. Ja. Wir verfügen bereits über die RLS 1000 hier am Standort in der Kernstadt. Aber wir haben ja noch 9 weitere Feuerwehren in Bad Wildungen, sodass wir jetzt dann im Rahmen des Stadtbrandinspektorenteams mal sprechen werden, welche Feuerwehr dann davon profitiert und damit ausgestattet wird. Was ist das Haupteinsatzgebiet für diese mobilen Leuchten? Das Haupteinsatzgebiet ist die Ausleuchtung der Einsatzstelle. Das kann beim Verkehrsunfall an der Unfallstelle sein oder halt eben auch, wenn man einen Wohnungsbrand hat und die Leuchte mit reinnehmen kann. Es entfällt hier, die Kabelleitung zu verlegen, weil das Gerät ja über einen Akku verfügt. Das heißt aber auch da, wo der Lichtmast vom Einsatzfahrzeug zum Beispiel nicht ausreichend ist, weil es um die Ecke geht oder sonst was.